Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei uns im Studio, wo ich heute mal wieder einen Experte hier haben darf, der aus dem QS24 Wissenschaftsgremium weilt und hier auch mitwirkt. Ich habe ihn heute eingeladen, weil mein Gast ein Buch geschrieben hat, 2021 schon. Da drin hat es unter anderem auch ein Kapitel über Corona. Und das Erstaunliche ist, dass alle diese Prophezeiungen hier drin allesamt bereits eingetroffen sind. Aber heute reden wir nicht nur über dieses Kapitel, ganz sicher nicht, sondern auch, was sonst noch hier in diesem Buch drin steht, wo auch der Titel so eigentlich ziemlich zielführend ist, wenn der Staat der Pate ist. Und da kann ich mir einiges darunter vorstellen. Nach dem Intro legen wir los und ich zeige Ihnen, wer heute da ist. Bis bald. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er nämlich, lieber Dr. Med. Kurt Müller. Herzlich willkommen hier im Studio. Und ja, danke, dass du uns wieder mal beehrst. Ja, schön, dass das neue Jahr gleich hier beginnt und dass wir uns einem mir doch sehr am Herzen liegenden Thema dieses Buches widmen können. Ja. Also der Titel sagt ja schon alles, wenn der Staat der Pate ist und eigentlich die Verantwortung der Gesundheit von uns Bürgern übernimmt, sollte man eigentlich meinen. Es ist aber dazumals in unserer Mikrobenwahn Zeit eigentlich ein bisschen auf eine andere Lösung herausgegangen und ich habe eigentlich immer ein bisschen vermisst, warum man es nicht ganzheitlich angegangen ist, das heißt, das Immunsystem eines jeden Menschen zu stärken. Das wäre doch die Aufgabe des Staates. Es geht eigentlich viel weiter und das Buch geht auch in der Fragestellung deutlich weiter. Mhm. Potenzielle Leser werden sicher enttäuscht sein, wenn ich ihnen sage, dass ich das Buch gar nicht für sie geschrieben habe. Sondern für dich? Ich musste das Buch für mich schreiben. Ich habe mich in den über 45 Jahren, in denen ich Arzt war, habe ich mich über 30 Jahre auch in der Umweltmedizin engagiert, habe Fachgesellschaften gegründet, habe ziemlich viel publiziert, auch Bücher geschrieben und habe mit allen Bemühungen auch die Berufung in staatliche Kommissionen, die ich hatte, in das Robert-Koch-Institut. Ich habe mit all diesen Bemühungen eigentlich wenig erreichen können auf der Handlungsebene. Und da ist man dann irgendwann in dem Alter, wo man eine Bilanz ziehen möchte. Und für mich war dieses Buch erstmal eine Bilanz meines eigenen Bemühens um diese Dinge und auch eine Darstellung der Fakten, warum bestimmte Dinge scheitern und nicht so geschehen, wie sie eigentlich aus der Situation, aus meiner Sicht, geschehen müssten. Und auf dieser Ebene spielt der Staat eigentlich eine große Rolle und eine viel größere Rolle, als ich das früher gedacht habe. Ich bin humanistisch erzogen, ich war auf einem humanistischen Gymnasium in das Leben gegangen und diese Vorbildung der humanistischen Gymnasialzeit hat mich sehr geprägt, eigentlich bis heute. Und das erste Kapitel in diesem Buch beschäftigt sich mit dieser Zeit, weil ich sage, Bildung schafft Illusionen, weil man auf Bildung vertraut und hinterher hofft, dass die so gebildeten Leute, die ja alle den gleichen Raster mal durchlaufen sind in der Schule, wie ich auch, dass sie dann, wenn sie Entscheidungsgewalt haben, auch auf dem Boden dieser Bildung und Ausbildung auch Entscheidungen treffen. Verständlich. Das war ein Grundvertrauen, das ich hatte, mit dem ich auch in das Studium ging. Ich habe Medizin so studiert und war eigentlich ziemlich lange arglos. Und Harari hat in seinem Buch zum Beispiel Homo Deus, schreibt er, der Humanismus schafft sich in dem Moment ab, in dem er realisiert ist. Wenn wir diesen Satz nehmen, müssen wir unter der Kenntnis der letzten beiden Jahre sagen, wir waren nie weiter von diesem Punkt entfernt als jetzt. Das heißt, man würde ja meinen, dass man über die Zeit eigentlich den Punkt näher rückt und ist besser realisiert. Wir realisieren es eigentlich immer schlechter. Und so gehe ich in diesen Anfangskapiteln zunächst mal mit meiner eigenen Generation ein bisschen ins Gericht. Denn ich bin die Generation der 60er, der 68er Jahre.
Und wir haben doch viele Dinge kritisch angepackt. Wir haben mit der nicht stattgefundenen sorgfältigen Entnazifizierung in Deutschland aufgeräumt. Das war uns damals ein wichtiges Thema. Mhm. Wir haben mit dem Lehrbetrieb der Universitäten versucht aufzuräumen und waren dabei teilweise radikal. Ich muss sagen, ich war nie bei den Radikalen. Ich habe mich immer intellektuell auseinandergesetzt. Gewalt und Schmierereien waren auch in den 60er Jahren mein Thema nicht. Ich war sozialdemokratisch im brandschen Sinne, aber eben gewaltlos. Das war meine Position auch in dieser Zeit. Aber wir haben in den Universitäten den Lehrern es außerordentlich schwer gemacht und haben Anforderungen gestellt, die die nur mangelhaft erfüllen konnten. Mhm. Und dann kommt die Zeit, wo die, die bestimmte Forderungen oder mit der Vergangenheit aufgeräumt haben, Forderungen an die Zukunft gestellt haben, eigentlich die Zukunftsgestalter wurden. Wenn man sich jetzt anschaut, was hat diese Generation, die lang angelaufen ist und kurz gesprungen ist, was hat die dann bewerkstelligt? Wir haben eine Kapitalverschiebung in wenige Quellen weltweit, wie es sie nie gegeben hat. Wir hinterlassen eine Klimaentwicklung, die dramatisch ist. Und wir haben ein Gesundheitswesen in Deutschland, das pro Tag mehr als 1 Milliarde ausgibt und ganz schlechte Bilanzen vorlegt. Es wird uns immer vorgegaukelt, wir haben gute Bilanzen. Zypern ist in vielen Bilanzen deutlich vor uns in den Ergebnissen und wir transportieren das nicht so. Wir sind in manchem Ranking sind wir im letzten Drittel in der EU und betreiben aber einen extremen Aufwand. Und ich habe das einmal gegenüber der Ministerin schon gesagt. Ich habe gesagt, wir haben nicht zu wenig Geld im System, sondern zu wenig Effizienz. Und da spielen die Gedanken, die du am Anfang angesprochen hast, wie gehen wir ganzheitlich an die Medizin heran, spielen natürlich eine Rolle. Wir haben Grundlagenmedizin nicht mehr präsent. Auch die Fachleute haben sie nicht mehr. Ich zeige das später ganz deutlich, wenn wir über Behandlungen bei Corona zum Beispiel sprechen. Dazu habe ich publiziert. Da sind einfach handwerkliche Fehler passiert. Wenn man sie mitteilt, wird die Mitteilung gar nicht aufgenommen. Also das ist eine Bilanz, die diese Generation, meine eigene, hinterlässt, die mehr als schlecht ist. Und wir waren damals anti-autoritär als Studenten. Wir haben uns dann als Selbstentscheider sehr autoritär selbst präsentiert. Mhm. Und ein Maximum an Auftreten von Autorität haben wir in den letzten 2 Jahren erlebt, wo nicht mehr ein Austausch erfolgt und die Diskussion erfolgt, um wichtige Entscheidungen zu treffen, sondern wo undemokratisch entschieden wird. Und ich war damals in dieser Zeit meines Studiums eher skeptisch bei dem, was Adorno in Frankfurt sagte, Foucault, Marcuse, die intellektuell die Meinungsführer damals waren, und fand das etwas übertrieben, was sie sagten, und stand eher dieser Sicht kritisch gegenüber. Adorno hat gesagt, Demokratien verwenden undemokratische Strategien, um demokratische Ziele zu erreichen. Das hat Adorno in Frankfurt gesagt. Und da dachte ich, na, der übertreibt aber ein bisschen. Mein Grundvertrauen in die Demokratie war unerschütterlich. Und wenn ich das unter der heutigen Situation sehe, sage ich, diese Bedenken, die diese Geisteswissenschaftler damals vortrugen, die waren berechtigt. Und wir haben das als Generation nicht aufgearbeitet, sondern wir schieben das weiter vor uns her. Und die Folgen sehen wir im Moment. Wenn wir da nicht erheblich uns wieder besinnen und den alten Kulturen des Gedankenaustausches, der Diskussion wieder fördern und das auch paritätisch besetzen, diese Diskussionsfelder, dann haben wir jetzt gerade einen Schaden erzeugt, der meiner Meinung nach für die Entwicklung der Gesellschaften irreparabel ist. Und wenn wir das Feld nur noch diesen digitalen Medien überlassen und dem Geplapper, das dort stattfinden kann, dann ist das ein Einknicken der Wissenschaft vor solchen Themen. Und wir müssen es wieder in die Hand bekommen und müssen auch darauf verzichten. Das spreche ich in dem Buch auch besonders an,
dass nicht Fernsehmoderatoren die Entscheidung über Wissenschaftlichkeit treffen. Ja, wirklich nicht, ja. Ja, es ist ja inzwischen so, wer dort nicht hingerufen wird, der taugt auch nichts, sondern nur wer in bestimmten Sendungen auftaucht, der taugt etwas. Mhm. Wenn man aber bestimmte Meinungen hat, wird man auch gar nicht dorthin gerufen, weil das zu unbequem ist, was man sich dort anhören müsste. Also da müssen wir raus aus dieser Bequemlichkeit. Querdenken ist ein Teil der Wissenschaft immer gewesen. Das ist überhaupt nicht neu. Und darum geht es in diesem Buch, dieses systematische Unterdrücken kritischen Denkens. Und da ist der Staat ein wesentlicher Beteiligter, nicht der einzige. Mhm. Aber den Staat hebe ich deshalb eben hervor, weil wir vom Staat genau etwas anderes erwarten. Das ist natürlich ein Klicken wir vielleicht auf das Inhaltsverzeichnis, dass wir mal zwischendurch reinschauen können, was da alles drin steht in deinem Buch. Genau. Das ist so die Übersicht jetzt. Also über die Bildung haben wir jetzt gerade gesprochen. Das war das erste, Bildung, die Ursache von Illusionen. Mhm. Und das zweite Kapitel ist Wissen ist Macht. Was macht man mit dem Wissen? Und das kann man vielleicht zusammenfassen mit dem dritten Kapitel Anti-Science. Und in den Tätigkeiten, in den verschiedenen Strukturen, in denen ich berufen war, hat sich immer gezeigt, dass es ein vorgefasstes Ziel gab, das erreicht werden musste in diesen Sitzungen. Einmal ist es häufig so, dass Sitzungen stattfinden wie bei den Klimakonferenzen, die wir kennen weltweit, die im Jahresabstand stattfinden. Es werden immer Beschlüsse gefasst. Und wenn man dann fragt, was ist die Handlungsebene, was ergibt sich an Handlung aus dem Beschluss, dann sieht man, dass man dauernd auf der Beschlussebene bleibt und in die Handlungsebene nicht hineinkommt. Mhm. Das habe ich über Jahrzehnte miterlebt. Ich saß immer als Feigenblatt in solchen Kommissionen. Aber man hatte längst auf der Handlungsebene vorher beschlossen, was man macht oder dass man eben nichts macht. Und es waren Sitzungen rein für das Papier ohne relevante Ergebnisse für die Gesellschaft. Das heißt, der Staat kann über die Auswahl der Besetzung einzelner Kommissionen, kann er das Ergebnis programmieren. Wenn ich weiß, die nehme ich, kenne ich die Meinung, dann weiß ich auch, was der Sitzungsbeschluss am Ende ist. Und dann konnte man sich immer den Luxus leisten, eine so kritische Person wie mich dazu zu nehmen. Ich konnte in den Sitzungen zwar anmerken, was ich anders sehe und was man auch anders machen sollte, aber ich konnte das nicht in die Handlungsebene transportieren. Und ich bin Gott sei Dank ein nicht leicht frustrierbarer Mensch. Das heißt, ich verliere nicht meinen eigenen Ansatz. Ich habe ihn beibehalten bis heute. Aber ich musste diese Diskrepanz in diesem Buch einmal ansprechen und zeigen, dass man auch bei viel Bemühen, viel Zeiteinsatz am Ende kein gutes Ergebnis vorweisen kann. Und deshalb diese Bilanz. Mhm. Das Kapitel Anti-Science spricht dann an, wie regelt man so etwas? Und das geht strategisch ganz einfach. Wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, wie Wissenschaft ganz unwissenschaftlich agiert. Und das Erste ist, dass sich Wissenschaft verbandelt mit politischer Macht. Und das ist in beiderlei Interesse durchaus. Der politische Entscheidungsträger möchte, wenn er etwas nach außen trägt, sagen können, das, was ich vorschlage, ist wissenschaftlich belegt. Also sucht er sich unter den Wissenschaftlern den raus, der das vertritt, was er als Ziel politisch auch hat, und nimmt ihn sich an die Seite. Er nimmt sich keinen an die Seite, der das Gegenteil vertritt. Jetzt ergibt sich eine Aufwertung für beide. Der Politiker kann sagen, ja, ich würde ja anders handeln, aber ich kann gar nicht anders, weil es ist wissenschaftliche Meinung, das so zu tun. Der diese wissenschaftliche Meinung hat, sagt, ich bin ein besonders guter Wissenschaftler, weil selbst der Minister als Beispiel nimmt mich als Berater. Ich habe dieses Thema einmal angesprochen auf dem Treffen APUC in Nordrhein-Westfalen, Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit. Da hatten wir Arbeitsgruppen berufen. Dann saß ich beim Abendessen neben einem gescheiterten Herrn, der ein bisschen bürokratisch aussah. Und da dachte ich mir, bin ich gespannt, ob ein Gespräch in Gang kommt.
Und ich hatte einen blitzgescheiten Herrn neben mir sitzen. Das war der Staatssekretär von Peer Steinbrück. Und wir kamen sehr, sehr interessiert ins Gespräch. Und dann sagte ich zu ihm, Sie müssen doch einmal aus der politischen momentanen Handlungsebene heraus und brauchen Taskforces im Hintergrund, die sich nur Themen widmen. Und die müssen mit unterschiedlichen Positionen paritätisch besetzt sein. Die dort mitwirken, dürfen nichts nach außen tragen, weil die wollen bestimmte Strukturen schaffen, Ziele erreichen. Und das, was sie machen, darf nicht parteipolitisch gebunden sein. Es muss themenpolitisch gebunden sein. Der war total interessiert. Und dann habe ich gesagt, rufen Sie doch mal solche Kommissionen zusammen. Es passierte leider dann eins. Peer Steinbrück verlor kurz darauf die nächste Wahl. Und der Staatssekretär war nicht mehr Staatssekretär. Ich will ausdrücklich sagen, ich habe einen sehr kompetenten Politiker erlebt auf der Handlungsebene. Die Staatssekretäre machen ja oft die praktische Arbeit. Und wo ich auch auf einen Widerhall getroffen ist. Das war aber eine Ausnahme. Aber ich habe eben auch solche Personen erlebt. De facto ist es so, dass hinterher auf der Handlungsebene zu wenig geschieht. Die Industrie macht es sich einfacher. Die Industrie hat damals den Begriff geprägt, Junk Science and Sound Science. Was wollen die damit sagen? Es gibt eine Müllwissenschaft. Da versuchten sie mich zum Beispiel immer hineinzustecken, obwohl alles, was ich je gesagt habe, sich hinterher bestätigt hat. Aber mit dieser Zuordnung zu dieser Junk Science umgeht man die Diskussion um den Inhalt dessen, was man sagt. Unangenehm, hä? Ja, und man hat eine Vordisqualifizierung, mit der man die Öffentlichkeit natürlich auch beeindrucken kann, weil wenn der Generaldirektor von sowieso sagt, der kleine Müller vom Alpenrand, der verbreitet nur Junk Science, dann ist die Bereitschaft, das zu glauben, einfach hoch. Und dann hatten sie die ihnen gefällige Wissenschaft, das war Sound Science und das waren die ordentlichen Wissenschaftler. Dabei waren es die Gekauften und die Bezahlten von ihnen. Ja? Und wir sind dieses Manko in der ganzen Medizin nie losgeworden. Was mich bedauert hat, ist, dass es in meiner Studienzeit das schon gab. Damals war ich ahnungslos und glaubte, dass diese Form des Käuflichseins gar nicht existierte. Später hat man dann gezeigt, dass der Professor Schlatter, der große Rolle in der Beurteilung des Fettstoffwechsels spielte, dass er eigentlich von Unilever gekauft war. Ja. Das hat man erst nach seinem Tod herausbekommen. Also diese Dinge waren immanent in der Medizin drin und wir haben für die Reinigung dieser Systeme selbst zu wenig getan. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie die Ärztekammern früher ihre Kongresse finanziert haben und wie das alles abgelaufen ist, das war alles nur auf dieser Basis. Und das zeigt, dass wir im Wissenschaftlichen alle rufen nach Wissenschaft. Aber wenn wir dann über Methodik und die Strategien uns unterhalten, sehen wir, dass eigentlich Lobbyismus dabei eine wesentliche Rolle spielt, dass vernetzte Strukturen mit bestimmten Zielen eine große Rolle spielen. Und darum kümmert sich eben dieses Kapitel Anti-Science und Wissen ist Macht. Wir haben ja nicht Zeit, jedes Kapitel jetzt durchzugehen, aber du bist ja auch Umweltmediziner und ich sehe auch das Thema neuen Umweltmedizin, Politik und Gesundheitspolitik. Ich sehe aber auch Epigenetik, also die ganz modernen Sichtweisen. Die Epigenetik ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben uns ja als künftiges Thema auch den Hormonhaushalt vorgenommen. Da will ich vielleicht auf die Epigenetik in dieser Thematik nochmal eingehen. Aber Epigenetik spielt deshalb eine besondere Rolle, weil in dem frühen Zeitraum menschlichen Lebens, so etwa 4 Wochen vor der Geburt bis 3 bis 6 Monate nach der Geburt, ganz wesentliche epigenetische Prägungen stattfinden. Mhm. Und es gab sogar Schutzprogramme von dem Professor Dörner für diese Zeit in der Schwangerschaft, damit wir besonders aufpassen, dass epigenetische Fehlsteuerungen möglichst wenig ablaufen. Wir können sie sicher nicht ganz verhindern, aber wir können sie erheblich reduzieren. Und das hat man einfach ignoriert, diese Chance der Prävention, die ja da drin steckt. Als meiste Geld spart man im Gesundheitswesen über das Schaffen einer funktionsfähigen Prävention. Mhm. Nicht
in dem ständigen Verteuern von Behandlungen liegt die Zukunft, sondern im Vermeiden der Probleme liegt die Zukunft. Dann müssen Vermeiden von Problemen heißt aber auch analytisch drangehen und die Probleme erkennen wollen, die wir haben, die wir auch vermeiden wollen. Also du hast eigentlich in deinem Buch ein bisschen zusammengefasst, wo du heutzutage die Probleme siehst, aber auch die Chancen. Natürlich. Dieses Buch soll zeigen, dass es auch Leute gibt, ich zitiere ja auch Leute, die mein Denken auch unterstützen, dass es Leute gibt, die das auch gesagt haben. Aber eins ist halt, bei Vermeiden von Ausgaben, das ist gleichbedeutend mit Vermeiden von einem Markt. Denn an der Ausgabe hängt ein Markt dran. Und man hat immer diese Konkurrenz zu Märkten. Dass man nicht begreift, dass in der Prävention auch ein Markt ist. Diese Dinge sind ja auch ein Markt und sie haben ein viel besseres Ziel, nämlich ein Vermeiden von Leid, ein Vermeiden von Krankheit. Und diesen Transfer in der Meinung bekommt man nicht hin. Wir müssen auch der Ärzteschaft eine andere Zielsetzung vermitteln. Dem Arzt muss die erste Aufgabe sein, wie halte ich die Kinder, die ich aus der Familie kenne, gesund? Was tue ich für die Gesundheit der das Kinder? Das war der klassische Landarzt früher noch so, oder? Und das Behandeln ist ein Hilfeschrei, wenn das Vermeiden nicht geklappt hat, dann mag Behandeln kommen. Aber wenn ich gut vermeide, wird das Behandeln wenig gebraucht. Und dazu brauche ich natürlich solche Strukturen. Und das sprechen die Kapitel umweltmedizinische Versorgung und Umweltmedizin die Ignoranz einer Notwendigkeit an, weil man es bis heute nicht geschaffen hat, innerhalb der Gesundheitswesen, und die Aussage trifft europaweit zu, das ist nicht nur ein deutsches Problem, das ist in der Schweiz ein Problem, das ist in Frankreich ein Problem, in England. Das heißt, man hat dieser Medizin mit dieser Gedankenwelt in der Ausbildung der Ärzte kein adäquates Portal gegeben und vermittelt es den Studenten zu wenig. Es geht den Studenten so wie mir, dass ich in dem Moment dachte, ich sei ein guter Arzt, wenn mir zu einem Symptom möglichst viele Medikamente eingefallen sind, die ich hätte aufschreiben können. Da dachte ich schon, damit sei ich Arzt. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich an dieser Tatsache gezweifelt habe und mein ganzes Handeln im ärztlichen Bereich umgestellt habe, weil das nicht eigentlich das Ziel ist, weshalb ich Medizin studiert hatte. Und diese Fragen müssen sich die jungen Ärzte heute umso mehr stellen, weil sie noch weiter entfernt sind von dieser Situation, als ich es damals selbst eben war. Also da kommt schon auch ein bisschen Bewegung. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Professor Urs Gruber mit Professor Schröder zusammen mit einer Luxemburger Universität ein neues Fach aufgebaut hat, wo Epigenetik und Psychoneuroimmunologie in einem Masterstudiengang bearbeitet werden kann. Und da finde ich schon sehr revolutionär. Ja, ich habe ja nun in Luxemburg selbst mitgearbeitet an der Entwicklung solcher Konzepte. Ich weiß aber auch, dass politisch das nicht sauber gehandhabt wurde und wird. Also ich sehe das in Luxemburg durchaus kritisch, wenn es das Gleiche ist, worum es geht, weil einfach die Toxikologie das Heft in die Hand genommen hat. Und wir können komplexe Einflüsse auf den Menschen nicht unter Dosis-Wirkungsbeziehungen untersuchen. Und wir müssen die Suszeptibilität der einzelnen Personen, also die individuelle Empfindlichkeit, krank zu werden, das müssen wir mehr in unsere Betrachtung einbeziehen. Die Medizin ist nicht besser standardisierbar, sondern sie muss viel mehr individualisiert werden. Dieser Aufwand ist groß. Die Ausbildung und Schulung der Ärzte ist komplex und auch schwierig. Und dieses Grundverständnis zu ändern, dafür haben die Universitäten selbst die Struktur nicht, wenn sie nicht von außen Leute hineinlassen, die das machen. Ich bin ja selbst als Lehrbeauftragter an der Dresden International University. Dort hat man einen Teilbereich geschaffen, in dem ein bisschen Öffnung stattfindet. Und ich muss sagen, unter den Kollegen, die dort Lehraufträge haben wie ich, sind viele, die in diese Richtung denken. Das ist aber erstmal an der Gesamtzahl der Ausgebildeten ein Tropfen auf den heißen Stein. Für wen eignet sich jetzt dieses Buch zum Lesen?
ich denke eigentlich für jeden Bürger. Ich habe es für jedermann geschrieben. Ich habe versucht, schwierige Sachverhalte sprachlich gut nachvollziehbar auszudrücken und nicht zu sehr in Fachterminologie zu verfallen. Aber es ist ein Buch letztendlich, wo uns die Augen öffnet, ein bisschen kritischer auf gewisse Gegebenheiten hinzuschauen. Es ist genau das Ziel, dass ich auch die Menschen, die ja relativ einseitig informiert werden über die Medien, dass sie sehen, dass man sachlich, ich denke, ich bin ganz streng sachlich, ich habe zu allem Literaturquellen angegeben, dass man sachlich sich kritisch auseinandersetzen muss mit seiner Umwelt, jeder in seinem Bereich. Ich möchte ermuntern und diesen Mut wieder machen, sich selbstkritisch einzubringen und nicht immer zu erwarten, dass irgendeiner das schon machen wird. Mhm. Auf die Tour geht nichts in der Welt, wenn ich immer glaube, ich teile zwar die Meinung, aber ich mache selbst nichts. Ich sage oft, ich habe, weiß nicht, 50.000, 60.000 Ärzte habe ich in meinen Vorträgen gehabt. Ich habe über 600 Vorträge gehalten. Wenn dort nur ein kleiner Teil, nachdem sie diese Vorträge am Freitag oder Samstag gehört haben, am Montag etwas geändert hätte, hätten wir eine nennenswerte Bewegung in der Ärzteschaft, die änderungswillig ist. Und das ist das, was ich anspreche. Es bedeutet auch Handeln. Es bedeutet nicht nur Denken. Denken ist die Voraussetzung fürs Handeln, ja. Aber ich muss hinterher an das Denken eine Handlungsebene anknüpfen und sagen, ich für meinen Bereich, den ich überschaue, handle jetzt auch anders. Und diesen Mut haben die wenigsten. Ja, darum ist das Bild ja auch hier auf dem Buch so sinnbildlich, dass der Mensch plötzlich zur Marionette wird, oder? Genau. Wir werden fremdgesteuert und diese Fremdsteuerung ist natürlich viel leichter möglich, wenn ich über die sozialen Medien permanent bombardiert werde mit Meinungen, die ganz schlecht kontrollierbar sind. Wenn ich noch an meine eigene Gymnasialzeit und Studentenzeit zurückdenke, dann haben wir vor Meinungsbildung haben wir Bücher in der Hand gehabt. In den Büchern waren Quellenangaben drin. Den Text konnten wir dreimal lesen. Der Text war verknüpft mit bestimmten Inhalten und so weiter. Und es war nicht nur eine Schlagzeile dahingeschmissen. Das heißt, es war dieser Meinungsbildungsprozess war hochkomplex und sehr differenziert. Und wir waren damals auch die wir im Gymnasium sein konnten und ich kann nur diese Gruppierung beurteilen und studiert haben. Wir waren stolz darauf, uns auf diese Weise Meinung zu bilden. Das ist ja inzwischen abgeschafft und es bilden sich ganz schnell Meinungsströmungen und die haben gar nichts mit fundierter Meinung zu tun. Und diese Meinungsströmungen sind sehr beachtet. Das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. Ich war einmal bei einem parlamentarischen Abend geladen und konnte dort in Berlin dann bei den Parlamentariern mein Anliegen vortragen. Und dann kam einer der Politiker zu mir und sagte, wie viele Leute repräsentieren Sie denn? Und ich hatte damals einen Verband an Ärzten gegründet, da waren 200 Mitglieder. Da sagte ihm, ja, also ich repräsentiere etwa 200 Ärzte. Dann sagt er zu mir, das ist für uns uninteressant, das ist nicht kampagnenfähig. Da sieht man, was eigentlich politische Strömungen erzeugt oder auch unterlässt. Ja, das heißt, politisch ist interessant, wo man Wählerstimmen bekommen kann und nicht, wo man bestimmte Ziele anstrebt. Wir sehen das jetzt bei dem Wandel der Grünen zum Beispiel in Deutschland, die längst aufgrund politischer Zielsetzungen entscheiden, zu der Problematik der Digitalisierung verlieren die kein Wort mehr. Früher wäre das ein brandheißes Thema für diese Partei gewesen, zu sagen, welche Risiken erzeugen wir denn mit dieser Technologie? Das interessiert heute niemanden mehr. Sie haben ganz einfach dem Impfvorgang zugestimmt. Ohne zu reflektieren, könnten auch Risiken entstehen. Und was macht den Unterschied zwischen dem Übertragen einer genetischen Information und dem eigentlichen Impfen, so wie wir es früher hatten? Das sind Diskussionen, die hätten ja stattfinden müssen. Aber wir sehen, dass da längst politische Anpassung besteht und uns ist die Diskussionsvielfalt, die wir früher mal hatten, abhanden gekommen. Und die brauchen wir als Gesellschaft wieder. Und das Buch soll eben auch ermuntern,
nicht nur nachzudenken, sondern auch zu handeln. Und wir brauchen wieder eine mutige Handlungsebene. Und Handlungsebene bedeutet, und das habe ich mein ganzes Leben vorgemacht, bedeutet nicht Gewalt, sondern es bedeutet sich äußern, sich hinstellen, sich den Wind um die Ohren blasen zu lassen und zu wissen, dass man Gegenwind auslöst. Aber politische Diskussion, gesundheitspolitische Diskussion und auch wissenschaftliche Diskussion lebt davon. Und wir haben diese Vielfalt und das Leben darin haben wir aufgegeben. Und wir haben Meinungsbildner, das sind ganz wenige. Wir haben meinungserzeugende Medien, da steckt wirklich Risiko auch drin. Wir haben im Moment Strömungen innerhalb dieser Medien, über die wir nicht diskutieren, sondern sie als Strömungen akzeptieren. Sehr gefährlicher. Und bereits darauf handeln. Mhm. Und für mich bedrückend, wie die wissenschaftliche Welt in den USA einknickt. Und das wird als Welle zu uns rüberschwappen. Die USA haben die Probleme, die auftreten, immer etwas früher als wir. Und dass man jetzt Wissenschaftler abberuft, weil sie sich nicht mehr konform der Zeitströmung äußern und sie auslädt von wissenschaftlichen Vorträgen und so weiter, das ist dramatisch. Und wir, die wir wissenschaftlich denken, müssen uns hinstellen und dafür fechten, dass wir uns das bewahren, dieses Forum den Mund aufzumachen und zu äußern und dass man nicht, weil man eine andere Meinung hat, ein politisch zu sortierender Mensch ist. Ja, man läuft ja im Moment Gefahr, wenn man kritisch nachdenkt, dass man ein Ultrarechter ist und dorthin gehört. Und ich habe in meinem ganzen Leben mit Ultrarechts noch nie etwas zu schaffen gehabt. Ja, aber wenn man dort zugeordnet wird, ist man raus aus der Diskussion und man kann nichts mehr sagen, weil man natürlich sofort eine Zuordnung hat. Ich danke dass sich trotzdem sehr vieles tut. Ich glaube einfach, dass das aufgeklärte Volk letztendlich irgendwo die Bastion ist, die irgendwann wieder als Gegenströmung kommt. Und ich glaube genau, dass solche Bücher, wie du es geschrieben hast, hier dazu beitragen, dass noch mehr Menschen aufgeklärter sind und nicht einfach alles abnicken, sondern irgendwann wirklich auch aufstehen und sagen, das ist nicht der richtige Weg. Ich sehe es anders, lass uns darüber diskutieren. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, lieber Dr. Med. Kurt Müller. Danke, dass er dieses Buch geschrieben hat, wo man einfach auch mal sieht, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Und er ist wirklich ein Wissenschaftler, wo mit Hand und Fuß arbeitet und nicht einfach nur politisiert, sondern wirklich es wissenschaftlich darlegt. Und deshalb kann ich Ihnen dieses Buch ganz von Herzen empfehlen, in der Hoffnung, dass wir dadurch noch viel, viel mehr aufgeklärte Menschen hier verbreiten dürfen. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.